Wir haben endlich unseren Videobeweis dafür, dass unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Hauptverantwortliche dafür ist, dass wir aktuell nicht nach Syrien oder Afghanistan abschieben, und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Nach Mannheim, nach dem Tod von Ruven, nach der widerlichen Messerattacke des Islamisten aus Afghanistan kommt hier endlich Bewegung in die Debatte. Auf mehrere Nachfragen musste Frau Faeser denn nun langsam mal eingestehen, an wem es denn hier hapert bei den Abschiebungen. Und wir haben jetzt den Videobeweis, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hier die Verantwortliche dafür ist, dass wir aktuell nicht nach Syrien und Afghanistan abschieben. Heute war Bundespressekonferenz mit Herrn Reul und Frau Faeser zu dem Thema Sicherheit bei der EM. Die Reporter konnten es sich allerdings im Frageteil der Pressekonferenz nicht nehmen lassen, so lange nachzubohren, bis sie eine Antwort bekommen haben. Und diese Antwort, die gehen wir jetzt im Detail mal durch. Ich weiß, Frau Faeser ist schwer zu ertragen, aber hört ganz genau hin, was sie sagt. Ich lasse seit mehreren Monaten sehr intensiv prüfen, auch nach unserer einheitlichen Meinung bei der Innenministerkonferenz, um Abschiebungen von schweren Straftatern und Gefährdern nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. Sie lässt schon sehr, sehr lange prüfen. Das kennen wir schon. Dass Personen, die eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit Deutschlands sind, schnell abgeschoben werden müssen. Und da bin ich auch ganz entschieden, die Sicherheitsinteressen Deutschlands, das überwiegt hier eindeutig gegenüber den Bleibeinteressen von Betroffenen. So, Frau Faeser ist hier eindeutig. Sie ist dafür, dass hier gewisse Leute abgeschoben werden. Und das sind bisher alles nur leere Versprechungen von Frau Faeser. Allerdings sagt sie jetzt in einem Randsatz, wer dafür verantwortlich ist. Also möglichst schnell möchte ich eine Entscheidung dazu haben. Herr Reul hat darauf hingewiesen, wo die Einschätzungen herkommen. Die Ausgangslage ist immer eine Beurteilung, die wir vom Auswärtigen Amt bekommen. Habt ihr gehört? Herbert Reul hat gesagt, die Ausgangslage ist immer eine Bewertung, die wir vom Auswärtigen Amt bekommen. Und da nimmt Frau Annalena Baerbock Einfluss. Sie kann einfach ihre Ministerialbeamten anweisen und sagen, erklärt Afghanistan als sicheren Herkunftsstaat und schon könnten wir morgen anfangen mit den Abschiebungen. Und wir sehen das hier jetzt noch mehrfach, dass Frau Baerbock hier den schwarzen Peter zugeschoben bekommt. Und die ist in der Regel so, dass uns nicht viel anderes übrig bleibt. Das ist die Beschreibung der Lage. Herr Reul sagt, die Beschreibung der Lage ist, dass, wenn die Bewertung vom Auswärtigen Amt kommt, wir nichts mehr tun können. Er gibt also zu und bestätigt, Frau Annalena Baerbock verhindert die Abschiebungen, vor allem hier von Straftätern nach Syrien und Afghanistan. Und wenn Menschen in diese Gebiete reisen können, um mal sich von einem Aufenthalt in Deutschland zu erholen, dann finde ich, können auch Menschen, die sich hier nicht benehmen, dahin geschickt werden, weil dann scheint es ja da an den Stellen nicht gefährlich zu sein. Und das muss man sich genau anschauen. Wow, habt ihr das gehört? Herbert Reul hat wohl einen alternativen Telegram-Kanal abonniert. Oder wie erklärt ihr euch, dass er hier offen anspricht, dass, wenn man in Fluchtgebieten, aus denen man herstammt, wenn man dort Urlaub machen kann, dann ist euch der Fluchtgrund zu streichen und vor allem können wir dahin wieder abschieben. Herbert Reul, Sie haben anscheinend einige Schaden auszuwetzen nach Ihrem Spendenskandal mit der chinesischen Schleuserbande. Sie sind hier auf dem besten Wege dazu, dass der Wähler das schnell vergisst. Allerdings, es wurde nachgebohrt von den Journalisten. Sie wollten das ganz genau wissen diesmal. Können Sie uns vielleicht einen Zeitrahmen nennen? Denn der Vorwurf der Opposition hier im Bundestag lautet ja, geprüft wird das schon länger, aber es ist eben nichts passiert. Also bis wann wollen Sie denn da eine Entscheidung haben? Also möglichst schnell möchte ich eine Entscheidung dazu haben. Herr Reul hat darauf hingewiesen, wo die Einschätzungen herkommen. Wichtig ist natürlich auch dabei, dass Herr Reul hat das auch gesagt, dass es gerichtsfest ist, dass wir nicht damit auf die Nase fallen, das wäre ein schlechtes Signal. Deswegen zeitnah, so schnell wie möglich. Zeitnah, so schnell wie möglich, also am liebsten morgen. Jetzt wird der Druck auf Frau Annalena Baerbock richtig groß und am besten ist, man schickt sie aus der Ampel, man schickt sie in die Wüste und jetzt will man sie anscheinend nach Brüssel wegloben. Ich bin richtig schockiert darüber, dass man noch jemand Schlechteres als Frau von der Leyen gefunden hat, nämlich Frau Annalena Baerbock. Es ist einfach phänomenal, immerhin hat Frau von der Leyen einen normalen Beruf erlernt. Sie ist Medizinerin geworden. Frau Völkerrechtlerin Baerbock, die das Völkerrecht nicht mal versteht, geschweige denn anwenden kann in der Praxis, soll es hier richten. Es wird einfach nur noch peinlich für dieses Land. Und wie das Ganze in der Praxis aussehen soll,
hatte ich in einem meiner letzten Videos schon beschrieben, wo es darum ging, dass Frau Annalena Baerbock das kriminelle Hawala-Banking benutzt, womit sich auch die Taliban ein Stück finanzieren. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ihr Geld nach Afghanistan unbedingt bringen wollt, was ich schon für eine schwachsinnige Idee halte, denn es ist deutsches Steuergeld, was hier zu bleiben hat, dann nehmt ihr einen Flug nach Islamabad, nach Pakistan, reist dort an die afghanisch-pakistanische Grenze und nehmt eure Bargeldkoffer mit. Und genau dieses, wir fliegen nach Islamabad und fahren dann an die Grenze, das hat jetzt Frau Faeser für sich entdeckt. So werden wir nämlich die Flüchtlinge los. Achtung! Also ich habe Ihnen ja schon beantwortet, was wir gerade prüfen. Das tun wir auch. Und eine denkbare Möglichkeit ist immer, mit Nachbarstaaten zu reden. Mit Nachbarstaaten zu reden. So wollen Sie ja jetzt hier auch die Turkish Airlines Flüge nach Bagdad und nach Damaskus nutzen, um dann Straftäter vor allem nach Syrien abzuschieben. Jetzt reden Sie allerdings immer davon, dass Sie nur Straftäter abschieben wollen. Wir haben in diesem Land 420.000 Afghanen, von denen ungefähr die Hälfte einen Bleiberechtsanspruch hat. Ja? Das heißt, die andere Hälfte, die hat gar keinen Bleiberechtsanspruch. Klar sind nicht alle gerade ausreisepflichtig erklärt, aber wir haben alleine eine fünfstellige Anzahl an per sofort ausreisepflichtigen Afghanen in diesem Land. Und Frau Baerbock hindert das ganze Land daran, diese Leute endlich rauszuwerfen. Und jeder Tote geht auf ihr Konto, Frau Baerbock. Sie sind dafür verantwortlich. Sie haben die Hand darauf, dass die Einschätzung des Auswärtigen Amtes so umgeschrieben wird, dass wir dorthin abschieben können. Herr Reul hat das Passende gesagt. Wer dort Urlaub macht, der kann auch dorthin wieder zurückgeschickt werden. Alles andere ist Ideologie, Frau Baerbock, und mit Ihrer grünen Ideologie werden Sie richtig auf die Schnauze fallen und Sie werden es spätestens dann merken, wenn der Pöbel, also das Volk in diesem Land, Sie aus Ihren Büros jagt in Berlin. Das ist keine Aufforderung zur Selbstjustiz, aber wenn die Politik die Bevölkerung zu lange ignoriert, dann vergisst die Bevölkerung, wer die Politiker sind in diesem Land, beziehungsweise es ist Ihnen dann scheißegal. Frau Baerbock, Sie haben es in der Hand. Machen Sie Nägel mit Köpfen, die Europawahl ist erst am Sonntag. Gehen Sie doch hin und erklären Afghanistan und Syrien qua morgen für ein sicheres Herkunftsland, für Abschiebungen. Das wäre konsequent. Schauen wir uns in unseren europäischen Nachbarländern um. Gibt es viele, die dorthin nicht abschieben wollen. Deswegen wäre es wichtig, dass Deutschland hier vorangeht und sagt, Leute, wenn ihr kriminell seid, schieben wir euch auch zu den Taliban ab. Das ist es, was das Volk will. Das ist Politik mit Kopf. Denn selbst die Ausländer in unserem Land sagen, kriminelle Ausländer raus. Und dazu wird es bestimmt den nächsten Sommerhit bald geben. Ich bin gespannt auf deine Meinung und gespannt, wie du diesen Videobeweis hier findest. Schreib mir mal eine Meinung bzw. einen Kommentar unter dieses Video und lass ein Abo da und abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Heute hat dich YouTube schon wieder nicht über eines meiner Videos benachrichtigt. Ich sehe das immer. Ich kann allerdings nichts tun. Deshalb habe ich jetzt noch Telegram am Start. Dort verpasst du keines meiner Videos, wenn dich YouTube mal wieder vergessen hat. Damit, ciao, bis bald.